sind wir gelandet? Ich denke, das ist eine neue Challenge. Wie aufgeregt. Kann ich bitte anfangen? Ich bin sicher, dass in diesem Safe etwas Leckeres ist. Falsch geraten, aber das ist auch ziemlich cool. Es gibt einen Berg von Pop-Its. Sie sind irgendwie komisch. Sie riechen zu gut. Wow, es geht also doch um Essen. Mila, hast du den Verstand verloren? Gummis kann man nicht essen. Du verstehst gar nichts. Das ist kein echtes Gummi, das ist Weingummi. Es ist so lecker. Ich möchte alles auf einmal essen. Es passt kaum in meinen Mund, aber ich kann alles schaffen. Du hast Glück. Wir sind neidisch. Genau. Ich hätte nichts dagegen, es einmal zu probieren. Es war köstlich, aber ich bin vollgestopft. Gibst du uns dann den letzten Pop-It? Ich schlage vor, wir nehmen es selbst, ohne zu fragen. Eigentlich sehe ich alles. Ihr dürft mein Pop-It nicht anfassen. Ich schaffe das ganz gut allein. Okay. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich um meinen Safe. Was zum Teufel ist das? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, es bewegt sich. Oh nein, es sind lebende Würmer. Was für ein Albtraum. Ich möchte nicht in deinen Schuhen sein, Juli. Nimm das weg von mir. Ich glaube, deine Würmer sind direkt Mila getroffen. Was hast du getan, Juli? Räum alles weg. Beruhige dich, wir brauchen einen Staubsauger. Mila hat einen Wurm direkt vor der Nase. Aber das ist überhaupt nicht lustig. Alex, hilf mir. Mila, keine Sorge, ich werde das jetzt auch putzen. Mach den Staubauge aus, er saugt an meinen Lippen. Das war wirklich lustig. Wow, schau mal, was aus Mila geworden ist. Meine Lippen sehen aus wie aufgeblasene Knödel. Das ist alles eure Schuld. Alex Schuld. Er lachte ständig und lenkte mich ab. Es ist an der Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Was hast du getan, Julie? Mein Mund ist voll mit Würmern. Aber jetzt können wir gut lachen. Übrigens, hast du deinen Safe-Hülle vergessen? Da ist eine seltsame Dose drin. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht soll ich es probieren. Wie schmeckt es? Irgendwas scheint mit mir zu passieren. Aber ich verstehe nicht, was es ist. Mila, schau mal. Alex wird ganz klein. Ganz genau. Es steht ihm. Er sieht wirklich süß aus. Alex, halt dich gut fest. Ich hebe dich auf den Tisch. Danke, Mila. Aber du hättest ein bisschen vorsichtiger sein können. Wie sehr wir dich mögen, Alex. So soll es immer bleiben. Solange es mich nicht stört. Wow, Pop-It. Endlich kann ich es ausprobieren und auch gleich drauf springen. Oh, großartig. Das ist sogar besser als ein Trampolin. Was machst du da, Alex? Genieße mein Leben. Er ist ja wirklich ein süßer Kerl. Dieses Luftkuss schicke ich dir. Oh, das war's. Ich höre auf, herumzuspringen. Ich bin sehr müde. Wollen wir dann ein bisschen spielen? Noch mehr? Ich möchte keine Dummheiten machen. Du hättest mich überhaupt nicht beißen müssen. Du hättest einfach Nein sagen können. Aber es macht so viel Spaß. Spaß, sagst du? Ich zeige dir, was wirklich Spaß macht. Kämpfen. Was hast du vor, Juli? Sie will, dass ich den Wurm besiege. So einfach ist das. Ich besiege ihn mit einer Hand. Bis jetzt klappt es nicht gut. Das ist okay. Ich habe immer noch eine Chance zu revanchieren. Gut gemacht, alles. Du gewinnst. Nimm das, du dummer Wurm. Noch ein bisschen. Ich gewinne. Du bist so stark. Super. Du hast uns schon überrascht. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, zurückzukehren. Du bist wieder ganz normal. Und darüber bin ich froh. Kann ich dieses Mal anfangen? Wir sind nicht dagegen. Wow, habt ihr das gesehen? Ich habe ein brandneues iPhone bekommen. Das ist so cool. Das ist kein Grund, bei deinen Freunden anzugeben. Ihr solltet alle neidisch auf mich sein. So ein Handy könntet ihr nie haben. Alex, geh aus dem Bild. Gib es mir. Ich nehme dein Handy. Oh, alles verstanden. Es wird lange dauern. Gebt es mir. Jetzt reicht es aber. Was machst du, Mila? Gib das iPhone zurück. Stört mich nicht. Ich spiele gerade. Eigentlich wollte ich das auch. Na und, das ist mir egal. Was habt ihr getan? Ihr habt mein Handy fallen lassen.
Ups, es ist so peinlich. Was ist los mit ihm, Alex? Sag es mir. Es ist besser, wenn du es nicht siehst. Oh nein, nicht das. Es ist kaputt. Es tut uns leid, Julie. Wir wollten es nicht. Lass uns nicht streiten. Lieber sehen wir, was in meinem Safe ist. Ich glaube, ich höre ein seltsames Geräusch. Was ist da drin? Ich kann es nicht raus. Es gleitet von mir. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ein Frosch. Meinst du das erst? Das kann nicht sein. Hilfe, nimm den von meinem Kopf ab. Tut mir leid, aber ich kann ihn nicht anfassen. Puh, ich glaube, ich habe ihn losgeworden. Nein, es ist auf mich gesprungen. Das ist so witzig. Igitt, das ist so schleimig. Nehmt ihn weg. Was hast du getan, Juli? Ich hätte ihn fast verschluckt. Oh. Ich glaube, wir hatten umsonst so viel Angst vor ihm. Seht nur, wie süß er ist. Und wenn er ein wunderschöner Prinz ist. Ich werde versuchen, einen Frosch zu küssen, um den Zauber zu lösen. Hat es funktioniert? Oh. Mila hat den Frosch geküsst. Na und? Das musste ich überprüfen. Aber ich will sehen, was in meinem Safe ist. What? Da ist eine Art Zylinder drin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Probier ihn an und schau, ob er dir passt. Oh. Vorsicht, Mila. Dein Frosch ist schon wieder weg. Schau, was aus ihm geworden ist. Jetzt sieht er aus, als wäre er aus Schokolade. Nun, er sieht tatsächlich so aus. Wow, das ist definitiv Schokolade. Das ist lecker. Ich habe verstanden, wie dein Zylinder funktioniert. Und ich weiß auch schon, was ich da reinlegen werde. Was machst du da, Juli? Schon getan. Ich habe mein kaputtes Handy in Schokolade verwandelt. Großartige Idee. Es schmeckt so gut. Ich muss auch etwas zaubern. Aber ich habe nichts. Schau mal, Juli. Alex hat sich in Schokolade verwandelt. Was machst du da, Mila? Wozu brauchst du seinen Finger? Halt, esse ihn nicht. Du hattest recht, daran habe ich nicht gedacht. Ich weiß, wie wir Alex zurückbekommen. Wir müssen nur den Zylinder ausziehen. Danke, Juli. Ich bin an der Reihe, der Erste zu sein. Ich glaube, dieses Mal habe ich ein gutes Zeug bekommen. Wow, ein Schokoladenmilchshake. Das sieht fantastisch aus. Teilst du mit uns? Ich muss ihn zumindest zuerst aufmachen. Du bist nicht selbstständig. Du sollst hier drehen. Danke. Und jetzt teilst du mit mir? Nein, natürlich nicht. Wie konntest du nur an so etwas denken? Ich werde alle selbst trinken. Übrigens, es ist sehr köstlich. Geizhals, ich habe dir geholfen. Na gut, dann nimm was. Was hast du gemacht, Juli? Du verschüttelst so meinen ganzen Cocktail. Und wenn du teilen würdest, hättest du noch mehr übrig? Sehr witzig. Jetzt ist Mila dran. Okay. Ich will ihn nicht öffnen. Das ist bestimmt etwas Ungenießbares drin. Bitte sehr, ein stinkender Fisch. Ich habe es gesagt. Was soll ich denn damit machen? Ich kann es nicht in den Mund nehmen. Beeil dich und iss, sonst ersticken wir. Aber das will ich nicht. Nur für euch. Ich bin bereit, es zu tun. Wie ekelregend. Ekelhaft. Ich werde nie wieder in meinem Leben Fisch essen. Du hast noch ein bisschen übrig. Iss bitte schnell auf. Okay, okay. Ich glaube, ich würde lieber den ganzen Fisch essen. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ich hätte nicht gedacht, dass Mila dazu fähig ist. Vorsichtig! Du hast mir einen Fischstachel ins Gesicht geworfen. Aber es war trotzdem lustig. Nicht wirklich. Mache deinen Safe auf. Hier ist eine Praline drin. Was soll ich damit machen? Ich glaube, ich werde es einfach essen. Es schmeckte gut, aber war sehr, sehr wenig. Das ist eine seltsame Leckerei. Einverstanden. Oh, was passiert mit mir? Du hast Süßigkeiten überall auf deinem Gesicht. Und meine Hände auch. Ach du meine Güte, die Süßigkeiten waren also doch magisch. Schaut mal, die neuen Süßigkeiten ersetzen die alten Süßigkeiten. Okay. Darf ich auch eine probieren? Großartig, es schmeckt so gut. Schau, jetzt bin ich auch mit Süßigkeiten bedeckt. Fantastisch, ich mag es so sehr. Willst du auch, Mila? Nein, danke. Ihr seid so seltsam. Juhu, neue Saves. Ich bin bereit, meinen zu öffnen. Wow, das ist ein Glas Nutella drin. Stimmt,
wie groß ist es? Super. Pass auf, wo du den Müll hinschmeißt, Juli. Aua, das tut weh. Entschuldigung, die Nutella hat mich so unaufmerksam gemacht. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Schaut nur, wie schokoladig. Eine echte Leckerei. Ich will auch welche. Großartig. Ich habe ein bisschen gehabt. Super. Hey, du kommst zu nah zu meiner Nutella, Alex. Ich werde sie niemandem geben. Juli, du bist total schmutzig. Na und? Oh nein, meine Hand hat im Glas gesteckt. Sieht aus, als bräuchte jemand dringend Hilfe. Sieh, Alex, ich will nicht mein ganzes Leben lang so herumlaufen. Ich ziehe, aber sie kommt nicht raus. Hilfe, ich falle. Aber du hast doch gesagt, ich soll ziehen, oder? Wow, jetzt haben wir ein Glas Nutella. Wenn ihr mich fragen wollt, wie es mir geht, alles ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, wir wollten nicht fragen. Warum hast du meine Nutella genommen? Oh, es ist so gut, dass noch etwas übrig ist. Oh. Zeit zu sehen, was in meinem Safe ist. Igitt, holt sofort eure Gasmasken. Das ist Schimmerkäse. Wir brauchen keine Gasmasken, wenn du ihn sofort isst. Ich glaube, Mila braucht unsere freundliche Hilfe. Eigentlich nicht. Ich habe um Hilfe nicht gebeten. Ich glaube, es hat funktioniert. Du hast fast alles aufgegessen. Wie ist das möglich? Ich muss gleich kotzen. Ich kann mich kaum noch halten. Es ist gut, dass das alles geklappt hat. Jetzt fehlt nur noch mein geheimnisvoller See. Ich glaube, das ist ein schwarzes Loch drin. Wo sind wir? Das sieht nach einer neuen Challenge aus. Ich will meinen Safe als Erste öffnen. Einer lächelt mir zu. Wow, eine ganze Menge bunter Pop-its. Ist ja cool. Wow. Das könnt ihr laut sagen. Ich liebe die Dinger. Seltsam, wieso sind die so weich? Die riechen gut. Wow, das ist ja Fruchtgummi. Fruchtgummi, da hast du ja Glück gehabt. Schaut mal, wie viele ich davon habe. Ich krieg gar nicht genug davon. Die sind so mega lecker. Eins hat sie uns übrig gelassen. Das ist wohl sicher für uns. Lass es uns probieren. Hey, Finger weg. Das ist meins. Schauen wir mal, was dich erwartet. Das ist was Weiches. Das sind Würmer. Lebendige Würmer. Ich werde die nicht essen, auf keinen Fall. Beruhig dich, die sind ja schon weg. Okay. Wirklich? Wo sind die? Die krabbeln an mir entlang. Ich glaube, wir brauchen einen Staubsauger. Der wird das schon schaffen. Gleich saugen wir die Dinger ein. Selbst dieses kleine Würmchen da. Oh, deine Lippen wollte ich nicht einsaugen. Fertig. Meine Güte, das sind ja mega Lippen. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Sonst kriegst du die Würmer gleich wieder zurück. Meine Güte, was mache ich jetzt? Pfui, wie eklig. Komm schon, jetzt schrei doch nicht. Schau, was dich erwartet. Das sieht ja nach einem Zaubertrank aus. Ich hoffe, der verwandelt mich nicht in einen Frosch. Seltsam, ich spüre noch nichts. Es hat sich nichts verändert. Komisch. Oh nein, was passiert mit mir? Mädels, Hilfe! Der Trank hat mich geschrumpft. Jetzt bin ich winzig. Ich heb dich hoch. Oh, schaut mal, wie süß. Hey. Oh, komm mal her. Hey, du beißt ja. Oh, das tut weh. Na warte, jetzt kannst du was erleben.
als gegen einen echten Wurm an. Der macht mir keine Angst. Schaut her. Wer wird wohl gewinnen? Keine Ahnung. Ich setze auf den Wurm. Gar nicht. Ich habe bereits gewonnen. Ha, 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 ha. Was sagst du dazu? Meine Güte, die hat es ja tatsächlich geschafft. Und ihr habt noch daran gezweifelt? Was für ein Kampf. Diesmal kriege ich wohl wieder was Leckeres. Oh, wow, das ist ja ein Mars-Cocktail. Ich liebe diese Dinger. Worauf warte ich noch? Hey, wieso kommt da nichts? Eine Flasche. Schau, so öffnet man das. Krieg ich jetzt was ab? Okay. Du? Sicher nicht. Kannst du vergessen, das ist mein Lieblingsgetränk. Du bist so geizig. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Hey, was hast du angerichtet? Oh. Das nächste Mal teilst du mit mir. Oh, jetzt bin ich voll nass. Come on! Auf. Diana, mach weiter. Was? Ein Fisch? Oh nein. Pee. Dass ich den nicht bekommen habe. Stinkt total. Du musst ihn aber essen. Okay. Ja, das weiß ich. Probieren wir mal. Wow, ich fürchte mich. Nein, ich schaff das nicht. Wie bitte? Das sind die Regeln, also mach den Mund auf. Sehr gut. Einfach so schnell wie möglich. Ui, wie eklig. Was soll ich denn mit dem Skelett anfangen? Mach du weiter, Mary. Aber gerne. Was ist das? Sieht wie ein Skittles-Bonbon aus. Ich mag die zwar, aber wieso so wenig? Schmeckt ganz normal. Immerhin besser als gar nichts. Schau mal, jetzt wachsen die Bonbons auf meinem Gesicht. Boah, wie cool. Und nicht nur auf meinem Gesicht. Voll toll. Darf ich auch mal probieren? Aber sicher. Lecker. Oh, es hat funktioniert. Jana, willst du auch? Come on! Nein, das sieht voll eklig aus. Ich will mal wieder anfangen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wow, das ist ja mal eine Überraschung. Ein echtes iPhone. Das macht doch die besten Fotos. Oh, ich will auch so eins. Ich will mit aufs Bild. Geh weg, du ruinierst mein Foto. Gib her, das ist meins. Ich will fotografieren. Mädels, ihr streitet euch nicht. Gib mir das Handy. Spielt so lange was? Ui. Hey, was erlaubst du dir? Gib mir das Handy. Was habt ihr angerichtet? Das war doch mein neues Handy. Ups, das sieht ja gar nicht gut aus. Du bist schuld. Das war mein neues iPhone. Ihr habt's kaputt gemacht. Hey. Ich mach so lange mein Safe auf. Seltsam. Da ist nichts drin. Lass mal schauen. Okay. Oh nein, es ist ein Frosch. Aber ich habe Angst vor Fröschen. Hilfe, pack das Ding weg. Huch, den bin ich los. Ich habe Angst vor Fröschen. Hilfe, pack das Ding weg. Hey, you. Hey, ich habe keine Lust auf Frösche. Weg damit. Und wenn das ein verzauberter Prinz ist, dann könnte er mich zur echten Prinzessin machen. Ich muss es probieren. Okay. What's the matter with you? Ha, na, wie gefällt dir dein Prinz? Okay. Jetzt bin ich aber dran. What? Was ist das denn? What?
Das wäre ein komischer Hut. Was soll ich damit anfangen? Keine Ahnung. Weg mit dem Frosch. Oh. Ich will dich ja nicht traurig machen, aber dein Frosch hat sich in Stein verwandelt. Stein? Aber warum ist er braun? Aha, das ist ja Schokolade. Und zwar mega leckere Schokolade. Hör mal, kann dein Hut das selber auch mit meinem iPhone machen? Lass mal herausfinden. Boah, es hat funktioniert. Ist ja cool. Jetzt habe ich ein Schoko-iPhone. Das ist doch viel besser. Also hat der Hut doch noch was gebracht. Ob ich ihn noch tragen kann? Oh, meine Güte. Mary ist jetzt aus Schokolade. Lass uns den Finger vernaschen. Tu das nicht. Sie ist doch unsere Freundin. Nimm den Hut ab. Hey! Und dann wird sie wieder normal. Danke, ihr habt mich gerettet. Ich dachte schon, ich würde für immer Schokolade bleiben. Diesmal kriege ich was Leckeres. Ich kann es kaum erwarten. Es ist Nutella. Ich liebe Nutella. Ich will gleich das ganze Glas. Wow. Sorry, Clarissa. Das war nicht extra. Okay. Hey, das hat wehgetan. Sei mir nicht böse. Ich wollte bloß die Nutella so schnell wie möglich probieren. Ich will auch was probieren. What? Nee, 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 das gehört mir. Hier ist noch was übrig. Oh, meine ganzen Finger sind voller Nutella. Das sehen wir. Hey! Da ist noch was übrig. Oh nein, meine Hand steckt fest. What? Viel Fraß geschieht dir zurecht. Jetzt lach nicht, helft mir. Okay. Zieh am Glas. Los, das schaffst du. Na, mach schon. Es hat geklappt. Boah, wie cool. Jetzt haben wir auch was von der Nutella abbekommen. Mach schneller. Ich bin in Ordnung. Ich lebe noch. Oh, what? Habt ihr alles aufgegessen? Wie konntet ihr nur? Ah, hier ist noch was übrig. What? Come on! Okay. Jetzt will ich erfahren, was mich erwartet. Hey, das stinkt ja. Nein, das ist ja Stinkekäse. Yes. Leider hast du recht. Ich habe keine Lust drauf. Habt Erbarmen mit mir. Das ist doch voll eklig. Jetzt mach dich ans Zeug. Beiß was ab. Jetzt, das ist voll eklig. Du hast recht, das sieht eklig aus. Ich kann das einfach nicht runterschlucken. Nein, 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 das ist viel zu eklig. Och, das war's auch schon. Okay, lasst mal schauen, was mich erwartet. Wir werden zurückkatapultiert. Wer wird Erster sein? Emma, bist du bereit? Okay. Ich sitze in der blauen Box und ich hoffe, dass der blaue Knopf mich nicht in den Stich lässt. Oh mein Gott. Hey. Emma, tut mir leid, aber du wirst dich wohl damit abfinden müssen. Eine ganze Schüssel ekliger Hühnerfüße. Die sind so richtig schleimig und ekelhaft. Emma, tut mir leid, ich habe keine andere Wahl. Igitt, was soll ich denn mit diesen Dingern anfangen? What? No, 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 please! Na, wie was? Iss sie! Oh, no. Ich soll die essen? Oh Mann, ich habe noch nie was Ekligeres probiert. Der Anblick ist so schlimm, ich glaube, ich muss gleich kotzen. No. Es ist Zeit, dass wir weitermachen. Emma, okay. Hat der blaue Knopf nichts gebracht. Ich hoffe, mir wird er Glück bringen. Das ist wahr, Miranda. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst einen ganzen Haufen großer, sehr leckerer Burger. Sowas würde ich selber gerne essen. Wie auch immer, guten Appetit. Wow,
wie cool. Daraus stelle ich mir ein leckeres Mittagessen zusammen. Wow. Vielen Dank, Herr Gastgeber. Yummy. Mm, diese Burger sind so lecker. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich möchte alles aufessen. Yeah! Wer braucht schon eine Diät? Ich bin hübsch genug. Mann, ist das lecker. Burger for life. Die sind so richtig weich. Oh Mann, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, na endlich habe ich eine Idee, was ich aus diesen Hühnerfüßen machen kann. Alte Hexen haben daraus Zaubertränke gemacht. Genau das werde ich auch tun. Ich könnte gut darin sein. Ich wollte schon immer mal eine Hexe sein. Also. Hier kommt mein Zaubertrank rein. Hey John, willst du meinen Trank probieren? Yummy. Oh, ein Glas. Ich bin gerade ziemlich durstig geworden. Yeah. Was ist hier los? Was passiert mit mir? Wieso ist das Glas so groß? Oder bin ich so klein geworden? Ich glaube, es hat funktioniert. Das geschieht dir zu Recht. Mir wirfst du keine rohen Hühnerfüße mehr zu. Na, was hast du denn angerichtet? Verzauber mich wieder zurück. Come on. Ich würde gerne auch schrumpfen. Oh mein Gott. Na, das hättest du doch gleich sagen sollen. Du könntest meinen Zaubertrank gebrauchen. Hurra, ich bin wieder schlank und schön. Danke. Wer will diesmal anfangen? Emma, du bist es. Meine Wahl in dieser Runde fällt auf den roten Knopf. Toll, denn dahinter verbirgt sich rote Erdbeermarmelade. Alle Menschen auf der Welt lieben Marmelade. Vor allem, wenn sie aus Erdbeere ist. Emma, Vorsicht, hier kommt Marmelade. Ha? Was ist das denn? Scheint was richtig Leckeres zu sein. Das ist Erdbeermarmelade. Ich liebe diesen Geschmack. Was könnte besser als Erdbeermarmelade sein? Wow, mit ganzen Beeren drin. Wunderschön. Das ist mega appetitlich. Ich liebe es. Ich freue mich für dich, Emma. Miranda, du bist dran, den Knopf zu drücken. Beim letzten Mal habe ich Glück gehabt mit der blauen Taste. Ich drück sie nochmal. Miranda, diesmal kriegst du Affenleckereien. Ich meine natürlich Bananen. Ich hoffe, die werden dir gefallen. What? Das war's? Eine Banane? Ich dachte, ich würde mehr bekommen. Natürlich gibt's mehr. Eine Banane ist doch nie genug. Hier kriegst du einen ganzen Haufen. Aua, so viele. Autsch. Oh mein Gott. Pass doch auf. Okay, aber dafür kann ich die alle jetzt essen. Das war noch nicht alles. Ich habe noch eine letzte Banane vergessen. Aua, das tut doch weh. Vorbei. Wie auch immer, ich esse einfach meine Bananen. Hey, könntest du ein bisschen vorsichtiger sein? Ich bin hier kein Mülleimer. Leg deine Schalen woanders hin. Genug. Nein, ich kann das nicht ertragen. Ich gehe einfach wieder zurück zu Emmas Box. Oh nein, das ist ein Zombie. Hilfe! Was ist hier los? Oh nein. Ich glaube, das war der beste Prank, den man mit Erdbeermarmelade machen konnte.